kommt herein und macht es euch gemütlich hier beim Little Nightmares Artbook Podcast. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau ich dieses Video einsortieren soll. Wir schauen uns heute The Art of Little Nightmares 2 an. Einfach das Artbook mit Konzeptzeichnungen oder Hintergrundstories. Schauen wir uns heute an. Im Hintergrund läuft der komplette Spiel-Soundtrack zufällig einfach durch. Windows Media Player, der macht das schon. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Bumm. So, wir haben erstmal Mono und Six. Ja, cool. Weiter geht's. Da haben wir auch schon den Jäger. Okay. Ever since the release of the first game, we've had many questions about how we came up with the look of Little Nightmares. Seitdem das erste Spiel released wurde, ist immer mehr die Frage aufgekommen, wie wir auf die Idee des Aussehen von Little Nightmares gekommen sind. Also schreibt das Tarsier-Studio. Also, wie zum Beispiel eben, wieso dieser Art-Stil? Warum sind alle Menschen irgendwie, warum sieht man deren Gesichter nicht und solche Sachen? Genau. The simple answer is iteration. A long and painful process where we work to find the personality of this world and everything in it. Ja, die einfache Antwort ist lange und schmerzvoll. Ein langer, schmerzvoller Prozess. Die Welt so zu machen, dass sie mit der Personalität der Leute so halt passt. Ich glaube, ich hoffe, ich übersetze das richtig. Getting this right is essential not only for the players, but also to inspire us as developers to keep our minds focused. Das ist wichtig, weil nicht nur für die Spieler, sondern auch die Developer, also die Macher des Spiels, das Tarsier-Studio, immer daran zu erinnern, dass sie bei ihrer Charakterentwicklung bleiben. Oder wie drückt man das denn aus? Ganz kompliziert. Mann. Einfach, dass sie fokussiert bleiben, dass sie an einem Horrorspiel arbeiten, so ungefähr. Ja. Within this book is a selection of the concept work from Little Nightmares 2. Not all of it shows up in the final game, but it all helped us get there. We hope you enjoy it. Genau. Dieses Buch sind einfach ein paar Konzeptzeichnungen, die es nicht alle ins fertige Spiel geschafft haben. Und genau, aber sie haben trotzdem geholfen, es fertigzustellen. Wir hoffen, dir gefällt es. Ich hoffe das auch. Und wir fangen direkt an. Was ist das denn? Das zweite sieht sehr schön aus. Also am Anfang haben wir, wahrscheinlich sind das so vereinfachte Fallen, die man dem Jäger stellen konnte. Glaube ich. Gab es ja im fertigen Spiel gar nicht. Irgendwie so eine Kiste, wo er reinklettert. Ein Schwein, dessen... Ja, aus dem Bauch rauskommt. Und die Kinder liegen da auch ein bisschen. Das eine ist sogar hier in der Mitte. Seht ihr meine Maus? Ja. Hier durchgesäbelt. Nicht so schön. Hier haben wir eine Falle, wo man drüber läuft, einfach zerstachelt wird. Hier sowas wie, nimm die Wurst, das Ding fällt um und du wirst drunter graben. Das sind die zwei Bilder. Hier ist der Gärtner vermutlich. Der Gärtner, genau. Der Jäger ist hier aufgehängt am Bein. Hier haben wir noch verschiedene Käfige und hier auch nochmal so ein Repertoire einfach. Sehr schön. Okay, wir haben Waldzeichnungen. Hier wahrscheinlich mit Mono, der noch keine Papiertüte hat. Das war wahrscheinlich noch so richtig Early Access. Ich hoffe, ich denke daran, noch die Musik für euch nachher ein bisschen leise zu machen. Ich finde, die ist nämlich schon arg laut. Genau. Hier läuft er über so einen Baumstamm. Ich glaube, das hatten wir auch. Nur hinten ist der Jäger so lang gelaufen. Wir haben diesen Baumstamm umgeworfen. Die Musik laut, Mann. Hier ist das. Hier klemmt man hoch und springt darüber. Hier ist eine Schlucht. Ja. Oh, das hatten wir gar nicht. Das fände ich bestimmt cool. Das hatten wir ganz am Anfang. Und das hier. Im Übrigen, ich komme nachher nochmal auf das DLC zu sprechen, welches wir schon gespielt haben. Glaubt es mir oder nicht? Ich sag dazu am Ende vom Video nochmal was. Hier klettert man hoch und hier springt er auch rüber. Direkt weiter geht's. Hier sind wir als Mono, ohne Papiertüte auf dem Kopf, in einer Art, also im Wald. Aber auf so einem, weiß ich nicht, also hier sind überall Fernseher. Ganz weird. Ich finde auf jeden Fall, das ist ja gezeichnet, ja. Es ist wunderschön gezeichnet. Also, amazing. Hier, das hatten wir das? Ich weiß es nicht. Hier werden wir irgendwie mit einem Eimer entweder runtergelassen oder hochgezogen. Wir sind unter dem Wald. Oben sieht man so ein paar Wurzeln. Ihr habt hier links so ein bisschen was Helleres. Das tut mir leid, ich habe es hier nicht richtig geschnitten. Ist egal. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Und von oben kommt halt so ein Lichtkegel auf uns herab. Ja, die Szene kennen wir. Nee, kennen wir nicht. Okay, wir fangen oben an.
wir sind da so am Langlaufen und es war ursprünglich geplant, dass er auf einem Jägerstand sitzt und gar nicht mit uns mitläuft. Und wir einfach immer hinter solchen Gegenständen vorbeirennen. Das sieht man hier ganz gut. Auf den drei Bildern. Hier sieht man nochmal ein paar Konzeptzeichnungen von dem Jägerstand, den wir, glaube ich, kein einziges Mal gesehen haben. Und hier dann die Konzeptzeichnung, wie wir ihn vernichten. Aus dem Leben schießen. Ermorden. Kein besseres Wort gefunden. Und zwar diesmal ist er hier in einer Bärenfalle gefangen. Und wir schießen ihn so ab. Ja. Die andere Version war besser. Da sieht man nämlich nur, wie der Körper einfach verschwindet und fertig. Hier würde man, glaube ich, mehr sehen, was ich jetzt bedingt nicht ganz so schön finde. Das Spiel ist ja ab 16. Das ist nicht ohne Grund, aber ich glaube, die haben es besser hingekriegt als so. Verschiedene Konzeptzeichnungen des Hauses und eines Riesenelchs? Okay. Also, wir haben als erstes ein Haus, aus dem so schleimartige Sachen hier rauskommen. Seht ihr das? Hier. Mit einem Brunnen davor. Hier ist der Brunnen schon wieder etwas anders. Nachher ist es zu einem Dings geworden. Hier ist es durchgerissen. Es fällt so fast um. Bäume lehnen sich daran. Das ist ganz seltsam. Was ist denn für Musik? Haben die im Spiel Captive Audience? Okay. hier haben wir... Hier, also das Haus steht irgendwie ziemlich schief. Hier auch mit der Axt davor. Hier sind wir am drüberlaufen. Hier ist irgendwelches wahrscheinlich Harz oder so, was aus dem Baumhaus kommt. Und dieser Riesenelch, an dem so Moos oder sowas runterhängt, sieht man nicht, weil schwarz-weiß. Also was ist das denn? Okay, da sind auf jeden Fall sehr viele Gnome. Hier überall, hier auch. Und das ist ein Gebäude, durch das gehen Bäume durch. Okay, ganz seltsam. Hier ist im Übrigen... Musik ist creepy. Hier unten ist im Übrigen eine Luke, wo man rauskommt. Sieht aus, als wären da so Treppenstufen. Ganz schön stylisch. Ah, das gute Orphanage, mein Lieblingsbereich. Im Übrigen, falls ihr das Finale nicht gesehen habt, wo ich viel zu sehr ausgerastet bin, es tut mir leid. Ich habe des Todes überreagiert, ich weiß. Da habe ich auch nochmal am Ende über mein Fazit geredet, was sich eben darauf bezieht, dass das mein Lieblingsteil im Spiel einfach ist. Genau, wir haben hier ein Kind, was hier oben sitzt, hier hinten eins, da fehlt wieder so die Hälfte der Kopf. Hier haben sie Geigenmännchen gespielt. Das Wort fängt mit X an. Könnte Six rückwärts sein? Keine Ahnung, frag mich nicht. Sehe ich so aus, als wäre ich ein Kind, was in einem Orphanage wohnt? Ja, eben. Hier, wir haben hier so eine Art Feuerlöscher mit so einem Gürtel. Alles sehr düster hier hinten. Hier ein paar Stifte und typisch Schule halt. Genau. Da ist sie, die Lehrerin. Okay, und zwei Sachen direkt mal, was ich sehe. Die Kinder haben hier zur Hälfte, also die ganzen Kinder haben nur halbe Köpfe. Das war ja später nicht mehr so. Und die Lehrerin hat ihren Kopf einfach unangenehm zu uns gedreht. Ja. Also, was kann ich dazu groß sagen? sieht creepy aus, aber sie haben das Design der Lehrerin immerhin beibehalten. Sie schreibt eben was auf, wir laufen da so durch. Wobei... Hier rechts war gar keine Tür. Die Tür war weiter hier vorne dran. Ne? Also sie waren hier. Und da war dieses Regal von hier links. Das war hier drüben, wo wir rausgekommen sind. Ja, wir haben hier oben eine Uhr. Drei Lampen. Ich kann mich halt nicht mehr genau an den Raum erinnern. Tut mir leid, das ist schon länger her. Wir laufen da lang. Mono hat wieder keine Tüte auf dem Kopf. Es tut mir leid. Die Musik ist sehr... gewöhnungsbedürftig. Muss die auf jeden Fall nachher leiser machen. Okay, das ist wahrscheinlich hier wieder so ein Lehrerbereich, aber hier ist das keine Lehrerin. Das ist so was anderes. Ich weiß es nicht. Die hat auch nicht wirklich einen Kopf. Das hier sollte vermutlich jemand sein, der hier unten, ich weiß, seht ihr die Maus? Ja, der hier unten in der Kantine arbeiten sollte. Schade, dass es den nicht gab, aber ja, den sieht man hier unten nochmal. Aber... Weiß nicht, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, in einem Bereich zwei Gegner zu haben. War ja auch im ersten Teil so, dass man immer pro Bereich einen Gegner hatte oder halt man hatte eine Masse an Gegnern. Wie jetzt zum Beispiel im ersten Teil die Verfressenen, deren Namen ich bis heute nicht kenne. Genau, eben wir haben sie hier, da sind wir durchgelaufen mit dem Helm drauf, also mit diesem Kinderkopf. Hier eben so ein Essen, also so ein unordentliches Buffet und eben... Der Kantinenmitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ich will da jetzt nichts zu sagen.
die ganzen Plüschtiere und kleineren Sachen, die man im Spiel finden kann. Ein paar davon sehen wir, glaube ich, auch. Aber kann sein, dass man manche sieht. Ich erinnere mich nicht an alle. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Hasen und an den Bär. Das war da, wo der Schlüssel drin ist. War das im Krankenhaus? Ich glaube schon, mit den Röntgenlichtern. Röntgenlichtern, Röntgenstrahlen, wo man dann innen drin den Schlüssel gesehen hat. Tisch, Stuhl, und das kann ich mir vorstellen. Das war ja ein essentieller Teil des Finales. Bauklötze gab es überall. An diese Figur kann ich mich erinnern. An diese. Und hieran, an den Kreisel, an den Wagen. An den Bollerwagen. Hier so die Sachen erinnere ich mich nicht dran. Da ist ein Steckenpferd. Warum auch nicht? Also, ganz cool. Vor allen Dingen, die Leute können halt auch einfach zeichnen. Hier haben wir zwei Kids aus dem Orphanage. Beide ja, mit halbem Kopf. Es ist so brutal, aber irgendwie ist es auch weird, so. Ja. So, sehr dreckige Kleidung. Aber alles in allem creepy. Wir gehen weiter. Da ist er also. Mono hätte verschiedene Köpfe haben können? Hätte das bei uns auch im Spiel passieren können? Oder sind das jetzt einfach wieder nur Concept Arts? Wie zum Beispiel so oder so. Ich glaube, im Endeffekt hatten wir ihn hier. Das sieht... Ich will hier nichts falsch sagen, aber das sieht für mich weiblich aus. Wegen der langen Haare. So, ganz kurz. Ich hatte früher Haare, die gingen bis hier. Also, ja, ich darf das sagen. So. Ich glaube, wir hatten das als Maske nachher. Genau, und sind damit dann ja durch die Kantine gelaufen. Eben das Mono. Man sieht ja auch so ein bisschen seinen Mund. Sieht sehr unglücklich aus. Würde ich auch aussehen. Okay, das ist ganz, ganz weird. Das ist auch wieder weiblich. Ich muss da gucken, wie ich mich ausdrücke, ey. Und das hier ist ganz weird. Das sieht aus wie so eine Mumien-Kokon-Gestalt, so wie von Spinnen oder so. Die werden doch auch in solche... Ihr wisst Bescheid. Okay. Das ist der Anatomiebereich. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Der war nicht so groß, wie man hier oben sieht. Der war ja etwas kleiner, wo eben dieses Skelett hinten war, was die Lehrerin vollgestopft hat mit Sachen. Und wir uns da immer von Tisch zu Tisch, also auf diesem Tisch, weiterschleichen mussten. Genau, hier ist der Raum ein bisschen größer. Hätte ich wahrscheinlich auch ganz cool gefunden. Aber an sich war die Schule auch schon klein. Also, hier haben wir ein Mikroskop, einen Hocker. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts und ein paar andere Sachen einfach. Und der Frosch. Das eine Kind ist ja mit dem Schlüssel in den Gedärmen vom Frosch und dreht das die ganze Zeit rum. Nicht so schön, oder? Hierhin. Das scheint im Krankenhaus zu sein. Ich kann es aber nicht ganz einsortieren. Ist das der Typ, der Arzt, oder ist es eine andere Person, die wir einfach nicht kennenlernen durften? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall, so haben wir das nie gesehen mit so einem riesen Stapel. Ja. Das ist die Eingangshalle. Die haben wir bedingt so gesehen. Ich glaube nicht, dass es diesen zweiten Stock oben dran gab. Aber so im Bereich, als wir entkommen sind, rausgegangen sind, sind wir nämlich hier rechts durch und sind, glaube ich, hier eben vorbeigelaufen. Ja. Sieht schon sehr ungewöhnlich aus. Ja. Der Horror der horrorianischen Horrormeistern. Genau. Fand ich sehr, sehr unangenehm, diesen Bereich. Also wirklich, das hat irgendwas in mir ausgelöst, was ich nie wieder in meinem Leben ausgelöst haben möchte. Wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Wir haben einen Typen ohne Kopf und ohne Arme. Wir haben einen Typ mit einem Metallding und einem Gesicht dran. Ja, verschiedene Formen. Ich glaube, den hier haben wir gar nicht gesehen. Ihn auch nicht mit halbem Kopf. Also diesmal so, nicht so. Und ich glaube, ihn auch nicht. Ihn haben wir gesehen. Ich weiß halt nicht. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ein paar davon haben wir nicht gesehen. Hier sind verschiedene Gesichtsformen. Alle sehr creepy und gruselig. Würde ich jetzt, wenn ich nachts auf Toilette gehe, nicht gern begegnen wollen. Aber das ist ja auch so eine Sache. So, oh ja, genau, eben sowas hier mit Metallding dazwischen. Da fehlt, also, es ist an sich ein cooles Konstrukt. Aber die Hände werden zu Beinen, die Beine sind weg und wir machen schnell weiter. Hallo? Perfekt. Hier noch... dein Ding ist hinten ein Stück weit offen, will ich dir nur mitteilen. Hier sieht man sogar die Wirbelsäule sehr detailliert. Keine Hände, kein Kopf und kein Schuh.
ein, eben auch einer aus dem Krankenhaus. Den haben wir des Häufigeren gesehen. Also zumindest ist mir der noch am meisten im Kopf geblieben. Ob wir den jetzt am häufigsten gesehen haben, weiß ich nicht. Aber er ist mir halt in Erinnerung geblieben. Sehr weird, wie dieses... Ja, weiter. Hier sind wir. Das Zimmer ist auf dem Kopf. Das da unten auch. Boah, das hätte ich mega cool gefunden, wenn es so... Also, warum auch immer die auf dem Kopf sein sollten. Aber ich hätte es cool gefunden, hier von Bett zu Bett zu hüpfen. Hatten wir ja auch in einer bestimmten Form. Und zwar, wartet ganz kurz, ich zeig's euch. Da sind wir, das ist hier bei Wallpapers, und zwar hier. Ist das hier? Also nicht, dass jetzt Six da war, aber wir sind hier unten langgelaufen, ohne dass er da war, und sind hier hochgesprungen und darüber geklettert. Diesen Bereich gab es im Spiel. Aber da wussten wir noch nicht, dass Six ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sehr, sehr interessant. Genau, wir haben hier wieder das Bild von vorher her. Hier wieder ein Raum auf dem Kopf. Da sind überall wieder verschiedene Sachen. Okay, es soll der Arzt sein, weil der läuft auf dem Kopf. Okay, dann ist das hier auch der Arzt. Und hier haben wir nochmal ein Krankenzimmer. Oh, jetzt wird das interessant. Hier haben wir einen Operationstisch mit den... Leichen rauszieh, reinschieb Dingern, ihr wisst Bescheid. Hier haben wir wieder so einen Raum mit vielen Treppen und Dingern. Die Treppen sind ja erst im Ende vom Spiel kommen, im Tower, der meiner Meinung nach viel zu kurz ist. Ihr könnt ja eure Meinung zum Tower gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Fand, der ist einfach nur für einen Endboss da. Das fand ich ein bisschen schade. Genau. Hier haben wir eine andere Form von Waterboarding. Die sind in einem Sack und werden in Wasser getränkt. Finde ich jetzt nicht so gut. Oben hier vom Arzt gehalten. Hier wieder das Zimmer. Hier. Irgendwie Leute, die einem dabei zugucken, wie er operiert wird. Und okay. Hier haben wir Fernseher. Oh, das hätte da schon introduced werden sollen, dass die Fernseher die Leute catchen, weil hier stehen eben alle Leute vor diesem Fernseher. Das hier ist der Ausgang. Hier haben wir eine Nummer. 2457. Vielleicht hat die was Besonderes zu bedeuten. Ich weiß es nicht. Das hatten wir auch, glaube ich, nicht im fertigen Spiel. Ist auch egal. Gehen wir weiter. Ja, schön, dass der Arzt dann nachher doch etwas freundlicher aussah. Ich könnte mir vorstellen, dass, weil er auf dem Kopf ist, so seine Augen oder einfach seine Haut so schwer ist, dass sie alles nach oben zieht. Deswegen hat er so richtig langgezogene Augenhöhlen und es ist sehr unangenehm. Vielleicht ist er mit irgendeinem Bann belegt, dass er sein Leben lang auf dem Kopf hängen muss. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus. Hier hinten ist eine Tür und hier Mono ohne Tüte. Dann als Dazu kommen wir gleich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben hier einmal wieder ein Zimmer mit ganz vielen Betten und solchen Cables, die wir auch hier haben. Hier, ich glaube, daran erinnere ich mich sogar, das war der Operationstisch, wo wir das erste Mal auf eine Hand getroffen sind. Die ich ja sehr unsympathisch fand, muss ich sagen. Aber ja, hier haben wir nochmal ein paar ganz, ganz viele Leute, durch die wir uns durchschleichen. Hier ist schon Six dabei, okay. Hier ist auch nochmal was, das kann ich nicht genau deuten, da ist nämlich nichts dahinter. Und das sollen... das ist Mono. Der sollte auch so ein komisches Ding da oben aus dem Kopf haben. Und irgendwie werden die mit diesen Fernsehern verbunden. Das hier ist kein Fernseher mehr, das ist wieder was anderes. Seltsam. Mit Six spielen wir ja gar nicht. Kann es sein, dass es ursprünglich so gedacht ist, dass man Six spielt und Six am Anfang eine Tüte auf hat und nachher diese gelbe Jacke bekommt? Hätte auch sein können. Wir haben einen Typen, der natürlich Fernsehen guckt. Hier stehen ein paar Tellertassen. Eine Lampe ist links im Bild zu sehen. Und hier rechts kommt Licht durch ein Fenster, durch das wir vermutlich rausklettern sollen. Ja, Six und Mono, Monos Gesicht im Übrigen, in einem Zugabteil. Im Zugabteil konnten wir gar nicht entspannen. Da wurden wir vom Thin Man, wenn ihr Bescheid wisst, der älteren Form von Mono gejagt. Ganz, ganz seltsam. Genau, da gab es nichts, wo wir uns dann hinsetzen konnten. Aber finde ich sehr schön, auch diese... Die Lichtverhältnisse. Wir haben Licht auf uns zwei in der Mitte. Auf uns beide in der Mitte. Und außenrum wird es so leicht dunkler. Oben auch so zum Halten, dass man nicht umfällt. Sehr schön, sehr schön. Hatten wir das Bild nicht gerade? Ah, ich bin hochgescrollt. So. Hier haben wir ein paar Waggon-Concept-Arts.
Ja, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, deswegen machen wir weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Buch ist. Nachher haben wir so eine 60-Minuten-Folge. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt sie euch anhören, anschauen. Je nachdem, wenn ihr Zeit habt, eben podcastmäßig einfach. So. Entspannende Musik. Genau. Das war nachher hier nur spiegelverkehrt. Da sind wir nach links gelaufen und sind dann nach oben und konnten gegen den Thin Man kämpfen. Das ist wahrscheinlich so eine U-Bahn-Station, die wir halt nie gesehen haben. Finde ich ehrlich gesagt schade. Hätte bestimmt mega, mega gut noch gepasst. Vielleicht mit so einem U-Bahn-Wärter oder so. Hätte man noch was machen können. Ich meiner Meinung nach fand das Spiel ja sehr, sehr kurz. Aber, ja, wie gesagt, DLC haben wir auch schon gespielt. Also, das ist heute das letzte Video dazu. Okay, lass uns hier auch gleich weitergehen. Six hat uns ja nie in einen Zug begleitet. Die wurde ja vorher vom Thin Man entführt. Der Thin Man schaut hier bedrohlich nach draußen auf uns, während wir Six hinter uns herziehen und wegrennen. Er steht in einem Zugabteil und weiß ich auch nicht, was es noch gibt. Hier sind Schienen und weiter geht's. Bitte, was ist das erste Bild? Wir haben einen freundlich aussehenden Typen, dem irgendwas aus dem Mund kommt. Schienenartige Hände, Augen im Hintergrund und ganz mit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ich habe mir überlegt, sollst du es in 4K aufnehmen? Das Problem ist, die Bilder hier sind halt auch nicht in 4K. Also dementsprechend bringt das gar nichts. Das ist so das Ende. Da klettern wir in so einen Fernseher rein. Okay, ein Riesenbaby hätte es geben sollen. Okay, wieso kein Riesenbaby? Das sind ja keine Häuser. Das sind so Schränke und Stühle und so. Hier haben wir. Oh, wir haben Monster Six, die eigentlich mit uns mitgekommen wäre. Okay, wir haben ganz, ganz weirde Sachen. Was ist das? Warum kommt da was aus dem Fernsehen und was? Wir machen schnell weiter. Wir machen sehr schnell weiter. Das sage ich heute häufig. Hier haben wir ein paar Leute, die obviously gecastet werden. Oben über den Geist drüber hängt ein Mikrofon. Und also hier, ganz, ganz weird. Und die sitzen da und sehen sehr tot aus. Aber gut. Hier haben wir jemanden, der entweder sehr wütend ist in der grafischen Darstellung oder der sich gerade einfach den Kopf weggebrutzelt hat. Soll ja vorkommen. Und hier liegen wieder andere Formen von Gedärm etc. Hier sind wieder Fernseher, wo Geist rauskommen. Vielleicht sollten die Menschen nicht einfach irgendwie runterspringen oder so von Häusern oder aus dem Fenster raus, sondern vielleicht in die Fernseher rein und dann gesammelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier, oh, ein sehr detailliertes Bild einer Stadtkulisse. Die schauen hier Fernseher, er steht einfach nur hier rum und denkt sich, yo, hey, hallo, beachte mich. Das ist eine Fluggesellschaft, hier oben ist ein Flugzeug zu sehen. Ein paar Ventilatoren und einfach so ein kleines Dorfbild, Stadtbild, wie auch immer. Hier sind Treppen, okay. Wie lange geht denn das noch? Wir haben erstmal einen Fernseher im Aufzug und einen Typen, der da drauf schaut. Dieses Bild kennen wir bedingt. Eben einfach verschiedene Bilder. Hier! Eben. An die kann ich mich erinnern. Einfach verschiedene Bilder von räumlichen Wohnungsdarstellungen von diesen Typen mit den Fernsehern. Genau. Wait. Die kennen wir. Das sind die Guys ohne Gesicht, die uns verfolgt haben. Was bist du? Kannst du mir die Frage beantworten? Er, sie, es ist verschmolzen mit einem Fernseher. Sie, er, es hat genau die gleichen Sachen wie hier, sind auch die gleichen Flecken, gleiche Schuhe und so weiter. Nur halt mit einem Fernseher als Kopf. Ja. Fernsehen ist halt nicht gesund. Deswegen schaut ihr ja auch YouTube. Genau. Okay. Hier sind Kleidungsstücke, die vor einem Fernseher liegen. In dem Fernseher ist ein Auge zu sehen, was so leicht nach unten auf die Kleidung drauf. Verschiedene Straßenschilder vermutlich, die ich alle überhaupt nicht beachtet habe. Keins davon.
die einfach ausgestellt sind. Und ist das vielleicht eine Sprache oder so? Ich scanne das mal ganz kurz mit Google Lens. Gucken, ob die was erkennen. Hallo? Scheint kein Text zu sein. Okay. Ist einfach irgendeine Zeichensprache. Ich habe jetzt gerade hier gescannt mal. Genau, verschiedene Schilder auf der Straße. Leute, die verschwunden sind. Hier gibt's Fisch zu kaufen. Vielleicht der Augenarzt. Wahrscheinlich der Augenarzt. Und so weiter. Zahnarzt. Dann nochmal ein Bild von außerhalb der Stadt. Von so einem Blick auf die Stadt drauf. Mit sehr hohen, langen Gebäuden. Einem sehr zerstörten Gebäude. Wieder hohe, lange Gebäude. Und Blitz und Donner. Und der Thin Man, der uns 4 jagt. Warum wir dazu 14? I do not know. Und dann hier einmal, wie wir sind ja mit dem Boot in die Stadt City angekommen. Und da helfen wir gerade Six einfach hier so ein bisschen rüber. Da ist ein Fernseher, den gab es auch. Und eben die Gebäude, die ganz weird konstruiert sind. Hier wieder eben hohe Gebäude. Und hier diese Klamotten, die aus den Fenstern fallen. Wir erinnern uns. Der ist wirklich ganz schön groß. Ich mit meinen 1,90 Meter, ja, muss sagen, yo, du bist groß. Ui. Der ist so groß, dass man nicht mehr seinen Kopf sieht, als er aus dem Fahrstuhl tritt. Six steht davor und schaut ihn vermutlich sehr erschreckt und entsetzt an. Gibt einen Fahrstuhlknopf und rechts befindet sich sogar noch eine Treppe. Der Thin Man. Ganz wichtig. Gesichter, Mimiken und... ja. Einmal, wie er aus dem Fernseher rauskommt, so als Animation. Das ist genial. Also er kommt so auf den Fernseher zu. Ja. Und dann sieht man, wie er rauskommt. Wie er sich den Hut aufsetzt und zu uns kommt. Wir sitzen dabei hinter der Couch und er nimmt Six mit und... ja, sein Kopf brennt. Er raucht, er dampft, wie auch immer. Hier haben wir ein bisschen ein Gesicht von ihm und Mimik, wie er freundlich guckt. Ja, also dem würde ich jetzt auch nicht gerne begegnen wollen. Hier mit Hut, mit sehr langem Gesicht. Hier da so andere Arten von Zeichnungen. Auch hier nochmal das mit dem Fahrstuhl, nur diesmal steht Mono davor. Und das, was wir vorher schon in besserer Auflösung gesehen oder mit Farben gesehen haben, wie er aus dem wie aus dem Zugabteil rausschaut. Genau. Hier nochmal die verschiedenen Stadien. Da sehen wir auch endlich mal das Gesicht von Mono. Mono hat eine sehr hohe Stirn, strubbelige Haare, die je älter und größer er wird, immer glatter werden. Er trägt immer einen Anzug, er wird länger, die Arme werden sehr lang. Er kriegt langsam so einen schönen Seidenscheitel und dann seinen Hut und freut sich. Tja, Mono, hör auf mit dem Fernseher zu wackeln. Das hier nicht. Setz deinen Hut auf und werd böse. Und besieg bitte Six. Also, wirklich. Genau, hier eben nochmal diese Zyklen. Kennen wir aus dem Spiel. Ein Koch, Köchin, ich weiß es nicht. Ja. Mit Kabeln, die aus dem Hals rauskommen. Da kein Kopf drauf ist, gehen sie direkt nach oben. 5 Stück sind es an der Zahl. Und verschwinden am oberen Bildschirmrand. Das ist eine Küche rechts. Auf Kopfhöhe, würde ich schon sagen. Na, auf Brusthöhe ist ein Ofen. Und da steht Mono. Davor liegt da rechts daneben liegt ein kaputtes Ei. Und ja, das war's auch schon. Dieses Bild habe ich so häufig gesehen. Und zwar, ich kann euch auch sagen, wo es herkommt. Es kommt aus irgendeinem Märchen. Das heißt, der Friederich, der war ein arger Wüterich. Da wird, das ist so eine Kindergeschichte, da wird dem Kind der Finger abgeschnitten. Ich glaube, das war das. Eben hier auch, diesen Charakter, dieser komplette Friseursaloon, sehen wir im fertigen Spiel nicht. Und das finde ich so schade. Es gibt so viele Bilder im Internet. Ich suche ja immer für die Thumbnails die Leute zum Draufpacken. Und da habe ich ihn halt sehr häufig gesehen und dachte mir, oh mein Gott, wir kommen in den Friseur. Mega, mega cool. Und leider kam das nicht dran. Fand ich schade. Aber ja, vor allen Dingen ist auch genau dieses Bild. Diese lange Schere mit den Fingern hier. Und eben diese lange Haare. Die hat dieser Friederich auch. Hier nochmal.
Die Musik. Hier nochmal in gezeichneter Form. Da ist Monster Six mit Mono. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Bild vom ganz am Anfang, vom Digital Artbook. Mono, wie er auf diesen komischen Augen rumlaufen kann, weil er jetzt ja unverwundbar ist und nicht mehr stirbt. Auf einmal magisch. Und sich zu seinem Platz begibt und zum Thin Man wird. Noch verschiedene Gesichter, die sehr freundlich nach unten schauen. Er, ihn fühle ich. So sehe ich morgens aus, wenn ich auf dem Bett stehe. So. Hallo, guten Morgen. Ja, der hier sieht auch so ganz mit faltigem Gesicht und ja. Es sollte Schnee geben, ernsthaft? Wir haben so viel in dem Game verpasst. Das finde ich so ultimativ schade. Ich muss was trinken, ganz kurz. Hier ziehen wir Six durch den Schnee. Als Mono mit diesmal Papiertüte. Die Musik, die ist episch. Six ist vermutlich müde und so, weil es kalt ist oder so und kaum. Und wir sind auf dem Weg zum Signaltower. Okay. Gut. Die ganzen Guys kenne ich jetzt nicht, außer den ersten, das Mono. Dann haben wir einen Typen mit Lolli. Sind das vielleicht verschiedene Formen von Leuten, die wir hätten spielen können? Wir haben Pippi Langstrumpf mit Nasenbluten. Ja. Ein Kind als Gespenst verkleidet mit einem Laken über dem Kopf. Ein Ausreißer-Baby vermutlich. Mit so einem Stock und hinten so einem roten Binde dran, so wie man das kennt aus Filmen halt. Und so mit so einer Feder vorne in so Mumien reingesteckt. Und noch ein weiteres Kind mit längeren Haaren über die Augen. Könnte es Sia ohne weiße Haare sein. Aber ja. Ist das das Ende? Ja. Bobby Wright natürlich. Rasier Studios, ihr wisst Bescheid. Genau, so jetzt, wir gehen nochmal kurz auf die allererste Seite. Zum DLC. Ich gehe hier hin, genau. Ich blende euch das ganz kurz hier oben ein. Und zwar, das ist da, wo wir mit diesem Licht und Feuer und dem Gnom, also mit diesem Streichholzgnom, wo wir dem folgen mussten, da haben wir doch dann hier diesen Gnomhut bekommen. Das ist DLC-Content. Alles, was ab dieser Frau ist, von der wir diese Kurbel bekommen und den Arm abreißen, wo ich da hochgegangen bin, das ist DLC-Content. Das ist viel zu wenig für DLC-Content, meiner Meinung nach. Aber ich kann es nicht ändern. Ich find's halt einfach schade und deswegen ist das jetzt der letzte Part. Ja. Schade, aber war. Genau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns doch ganz bestimmt wieder beim nächsten Mal. Schaltet auf jeden Fall zum nächsten Let's Play ein. Bis dann und ciao, ciao, Leute.